Jo, hey Leute, hier ist wieder Mr. Silver TV und wir sind hier bei dem nächsten Part von unserem Let's Play und unserer Quest-Reihe in der Yangan Cave, beziehungsweise Quest-Season, weil es jetzt nicht nur eine Reihe ist, sondern viele Reihen sozusagen. Und ja, ich bin hier, wie beim letzten Mal gesagt, drei Quests sozusagen am Machen. Und teilweise dauern die echt lange. Ich hatte ja diese zwei Quests, die wahrscheinlich ziemlich sinnlos waren. Die habe ich gemacht und die waren wirklich Quests des Todes. Jetzt habe ich hier drei Quests: einmal Herz eines Sohnes, Zubehörmaterial 1 und Achtung vor älteren Leuten. Zubehörmaterial 1 ist sozusagen die wichtige Quest. Die anderen beiden weiß ich noch nicht ganz genau, die will ich aber nebenbei auch einfach machen. Eine davon haben wir mittlerweile auch schon, zwar Herz eines Sohnes. Achtung vor älteren Leuten haben wir jetzt noch gar nicht angefangen, weil die Monster nicht hier waren. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob das die beste Stelle ist, aber ich persönlich, ich bin hier runtergegangen. Hier ist dieses Symbol auch von Tom Snake Ladies. Wenn ihr auf den Globus klickt von der Quest, dann wird euch angezeigt, wo am besten die Monster spawnen. Und ja, deswegen bin ich einfach mal hier runtergegangen. Und das Coole ist, hier könnt ihr halt zwei Quests auf einmal machen. Ihr könnt hier diese Herz eines Sohnes Quest machen, indem ihr Tom Snake Demons killt. Und die Zubehörmaterial 1 Quest könnt ihr machen, indem ihr Tom Snake Ladies killt. Dazu muss ich aber sagen, die Tom Snake Lady, die gibt es super selten. Also die spawnt hier immer nur so zwischendurch, so ein paar, zwei, drei Viecher oder sowas. Und ich kann euch wirklich empfehlen, wenn ihr durch die Yangan Cave lauft, um zu eurem Questplatz zu kommen, dann tötet nebenbei diese ganzen Tom Snake Ladies, die ihr findet. Weil die sind echt mega selten. Die droppen zwar relativ gut, aber kommen halt nur sehr, sehr selten vor. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. So, wir sind jetzt halt hier bei den Tom Snake Ladies gleich fertig. Und ja, ich glaube, wir gehen dann sogar auch erstmal die Quest abgeben, weil jetzt die nächste Quest, diese Achtung vor älteren Leuten. Dafür müssen wir wieder an eine andere Stelle von der Yangan Cave, relativ auf der entgegengesetzten Seite. Und das würde jetzt mega lange dauern, da jetzt noch hinzulaufen. Deswegen geben wir gleich einfach diese beiden Quests ab. Und Zubehörmaterial 1 ist sowieso die wichtige Quest. Also die bringt uns jetzt erstmal weiter. Das ist nicht die Baek-Jung-Quest, die ich ganz am Anfang der Questreihe gemacht habe. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ja, wir machen jetzt die Baek-Jung-Questreihe. Was sich mittlerweile jetzt aber halt verändert hat. Wir machen nicht mehr nur diese Questreihe. Die kommt auch noch, aber die ist was höher. Die kommt erst im B4. Wir sind ja momentan noch im B3 unterwegs. Das heißt, die kommt erst später, weil das ist die Questreihe zur letzten Quest, wo man dann gegen Medusa kämpfen muss. Und das hat ja echt noch Zeit, weil Medusa selbst packen wir eh nicht. Das macht man sowieso in einer Achterparty und alles. Aber da brauchen wir generell noch viel mehr Zeit. Da müssen wir selbst auch noch was höher sein. Da muss man schon an die Level 100 dran sein, auf jeden Fall. Und deswegen lohnt sich das jetzt hier für uns noch nicht so krass. So. Man merkt also wirklich, Tom Snake Ladies, ey, die sind so selten. Und dann, wenn die nicht droppen, dann fuckt es einen nur ab. Komm schon, die droppt uns jetzt das letzte Quest-Item. Oder auch nicht. Also das ist wirklich hart. Und wenn man sieht, also die Pots sind zwar diesmal ganz gut gewesen, aber unsere Durability und so von den ganzen Teilen, die ist auch schon ziemlich low. Also auch schon nahe am Rande des Kaputtgehens alles. So, jetzt aber. Und der auch nicht, Alter. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Ich dachte, ich mache die Aufnahme an, weil wir jetzt gleich mit der Quest fertig sind. Aber jetzt will es doch nicht. Da hinten ist noch eine gewesen. Wenn einer von euch einen besseren Spawn kennt, könnt ihr mir den gerne natürlich nennen. Für mich war es das zwar, aber vielleicht für andere, die noch die Quest machen müssen, ist das hilfreich. So, wir haben jetzt die Quest Gott sei Dank fertig. Wir haben echt viele Drops. Also wir haben hier ein Schwert, ein Schild, zwei Rüstungsteile, hier noch ein drittes Rüstungsteil. Also ein paar ordentliche Drops haben wir bekommen. Ja, und man kann halt wirklich super gut nebenbei einfach andere Quests erledigen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gucke, ich habe 38 von den Tom Pest Shells gesammelt mittlerweile schon. Einfach nur, weil die halt immer daneben bei spawnen.
Die fucken zwar super ab, aber mal gucken. Wer weiß, vielleicht schaffen wir die noch im Laufe der anderen Quests komplett noch vollständig zu erledigen. Mal gucken. So, wir sind jetzt in Hotan. Wir können auch die Daily Quest machen, also die Genie Slam Quest können wir auch gleich noch machen. So, wie lange war ich nicht mehr in der Stadt, ey? Tut gut, mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und nicht mehr diese Erde. Und ja, jetzt verkaufen wir erstmal schnell, bevor wir die Quest abgeben. Also verkaufen, reparieren und so, das muss auf jeden Fall sein. Weil sonst vergesse ich das, das passiert mir so oft. Das muss das Erste sein, was man macht in der Stadt. So, alles schön verkaufen beim NPC. Erstmal die ganze Rüstung. Wenn man guckt, wir waren jetzt so bei 35 Millionen. Jetzt verkaufen wir gerade die Sachen. Und jetzt bei 37 Millionen. Also wir haben so 2 Mille Gold gemacht, jetzt durch die Items. Und nur durchs Leveln an sich haben wir auch 2 Millionen Gold gemacht. Also durchs Leveln, das Gold, was aufgesammelt wird und so, haben wir auch 2 Mille gemacht. Also ist schon ordentlich. Also man kann ordentlich da was sich zusammensammeln. Das ist ganz nice. So, wir finden hier auch so viele Sachen an unserem Sammelpad, die wir nicht brauchen. So, lasse ich erstmal so. Alles klar, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt nehmen wir die Daily Quest an, sonst vergessen wir die auch gleich noch. So. Ja, ich bin einfach mega happy. Deswegen habe ich auch momentan so eine Motivation, diese ganzen Quests zu machen. Und zwar bin ich mega happy, dass wir Gott sei Dank endlich, wirklich endlich die Quests wieder machen können, weil die waren ja verbuggt. So. Shadowpad raus und los geht's. Hier können wir die Quest abgeben mit dem Herz eines Sohnes. Da kriegen wir ganz gute Prozente sogar. 11 Millionen, nicht schlecht. So. Alles klar. Der hat auch keine weitere Quest jetzt erstmal für uns. Und hier ist die Gemischtwarenhändlerin wegen der Zubehörmaterial 1 Quest. Was ist hier los? Zubehörmaterial 1. Ich freue mich, dass du unversehrt zurückgekommen bist. Gut gemacht. Danke. Und jetzt Zubehörmaterial 2. Hallo, ich habe ein großes Problem. Ich habe das Venom of Tom Snake Lady auf eine Spitzhacke aufgetragen und die Spitzhacke ist geschmolzen. Das Gift scheint viel zu stark zu sein. Ich muss es erst verfeinern und es dann noch einmal probieren. Könntest du Yang Jung das Gift zur Verfeinerung bringen? Wie du siehst, kann ich nicht aus dem Laden weg. Ja, genau, weil so total viele Leute vor deinem Laden rumstehen und sich da was kaufen wollen. Ja, ja, alles leer. So, jetzt habe ich das Gift bekommen. Wie man sehen kann, haben wir jetzt hier so ein hier Venom of Tom Snake Lady. Jetzt reden wir mit dem Typen hier, das ist der Yang Jung. Zubehörmaterial 2. Ich habe schon lange nicht mehr so ein starkes Gift gesehen. Hier, ich habe es verfeinert. Bring es zu Jin Jin zurück, okay? Ja, Jin Jin. Also die stehen direkt nebeneinander, aber Jin Jin kann natürlich nicht weg, weil ihr Laden vollgelaufen ist. Also ich weiß nicht, was die geraucht hat, aber ich sehe niemanden da. Alles klar, egal, dafür sind wir da. Danke, jetzt müsst ihr die Spitzhacke das Gift aushalten. Geil. Dankeschön. So. Und jetzt Zubehörmaterial 3. Das Gift wurde auf die Spitzhacke aufgetragen. Die Vorbereitungen zum Abbau von Bi Jung sind abgeschlossen. Jetzt musst du sie nur noch ausgraben. Du hast mir schon geholfen. Du hilfst mir doch auch dabei, oder? Aber klar doch. Klasse, ich gebe dir Venom Apple Pickaxe, also die mit Venom zugesetzte Spitzhacke. Bitte bau etwas Bi Jung für mich ab. Du findest Bi Jung auf der dritten und vierten Ebene des Qin Shin Grab, aber du musst zur südlichen Snake Höhle Do, westliche Snake Höhle Do, östliche Snake Höhle Do oder zur nördlichen Snake Höhle Do gehen, um große Klumpen zu finden. Oh, das hätte ich fast vergessen. Die Venom Apple Pickaxe verliert sehr schnell ihre Haltbarkeit. Du kannst jede nur einmal benutzen. Wenn du deinen Abbau von Bi Jung keine Spitzhacke mehr hast,
wieder zu mir und ich werde dir mehr geben. Jetzt bring mir bitte 10 Bijungen, sei bitte vorsichtig da draußen. 30 Stück haben wir bekommen, wir müssen 10 Bijungen abbauen. Und die sind jetzt einfach mal so witzig drauf und glauben einfach, dass ich Bock habe, wenn diese 30 Stück verbraucht sind und ich keine 10 Stück daraus bekommen habe, dass ich dann nochmal zurücklaufe, um mir nochmal welche zu holen. Was haben die geraucht? Also, jetzt mal ohne Spaß, das ist nicht gerade mal irgendwie ein Katzensprung oder so. Das sind einfach mal fucking 100.000 Kilometer oder so. Also, jetzt mal ohne Spaß. Alter, naja, okay. Dann beeilen wir uns einfach mal. So, ich habe gedacht, ich nehme das jetzt einfach alles so auf, weil diese Material Quest, die sind jetzt bald vorbei, bald fertig, Gott sei Dank. Und dann nehme ich jetzt einfach alles auf, ohne einen kleinen Cut zu machen oder so. Und ja, wir sind nebenbei auch was am Hochladen, nur das klappt gerade irgendwie nicht. Und ja, sehr schön. Wir haben jetzt auch schon wieder richtig gute Prozente. Wir müssten jetzt bei so 45% sein, ungefähr. Ungefähr. Ach ja. Ja, das ist krass. Also das ist eine richtig geile Questreihe, richtig lang und man kann da ziemlich lange, sag ich mal, sich mit beschäftigen. Und ich finde es einfach cool, weil es ist einfach dann abwechslungsreicher auf jeden Fall. So, ich gucke jetzt mal kurz was. Und zwar haben wir diese eine Quest gemacht, gerade eben. Ein Gefallen für, ne, Herz eines Sohnes haben wir abgegeben. Aber nö, jetzt haben wir da nichts Neues bekommen. Nö, also sieht das nicht so aus. Aber die Prozente waren ja ganz gut. Ja, der Scheiß ist jetzt, dieses Abbauen von diesen 10 Stück da dauert. Man hat 30 Spitzhacken und man muss das die ganze Zeit machen. Das ist recht uncool. Aber okay, was soll man machen, ne? Ich lasse jetzt sogar tatsächlich alle Unix aus, die mir unterwegs begegnen sollten, weil ich das einfach nur schnell hinter mir haben möchte. Krasser Scheiß, oder? Und ja, jetzt kann ich mal hier wieder ein paar Quests. Also ich mache mir die rechts jetzt immerhin die Quest, die ich jetzt mache oder machen möchte. Jetzt haben wir Achtung für älteren Leuten und Zubehörmaterial 3, die beiden Quests. Weil das könnte man ja theoretisch gesehen ja jetzt machen. Man könnte diese Bijung ja sammeln gehen. Wird einem das eigentlich angezeigt? Auf der Map, wo Bijung ist. Ne, die zeigen einen tatsächlich sogar nicht an, wo Bijung ist, aber wir wissen es Gott sei Dank. Auf jeden Fall kann man diese Quest ja jetzt kombinieren mit der Achtung für älteren Leute Quest. Also theoretisch gesehen. Müssen wir mal gucken. Ich schau mal, ob das Dönig hier ist. Eigentlich ist es, ja, es ist da. Es ist so doof eigentlich zu gucken, weil dann ärgere ich mich nur, dass ich es jetzt nicht killen kann. Also ich könnte, aber ich will meine Zeit jetzt nicht damit vergolden. Ja, das kann ich nachher auch noch machen. Ich bin gestern, es ist ja eigentlich ganz einfach dieser Weg, ne? Das ist ja mit Pfeilen alles gekennzeichnet. Ich bin gestern so voll Brain AFK gewesen und einfach gelaufen und habe gar nicht gemerkt, dass ich in den falschen Teleporter reingegangen bin und dadurch, ey, konnte ich den ganzen weiten Weg nochmal durchs B2 gehen. Vor allem, das Blöde ist, das B2 ist relativ simpel aufgebaut, wie schon mehrmals gesagt. Und wenn man richtig läuft direkt, ist alles cool. Wenn man aber falsch läuft, muss man teilweise übelst die blöden Wege gehen, um wieder zurückzukommen zu einem Punkt, von dem man aus weitergehen kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Camp 5 sind oder sowas, ist es halt total behindert. Man kann jetzt vom Camp 5 nicht einfach so ohne weiteres zum Camp 6, Camp 7 und so weiter. Also man geht ja nicht Schritt für Schritt. Man überspringt ja immer mal wieder ein paar Camps. Und wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel, wir haben jetzt Camp 1 da oben, Camp 2, Camp 3, Camp 4, Camp 5. Ist ja oben rechts da. Und von da aus, es ist einfach echt blöd. Es ist so schwer, das zu zeigen, aber glaubt es mir, es ist echt blöd.
So, wir sind jetzt Cam 10 und jetzt geht's hier runter nach unten, dann kommen wir ins Camp 11. Ja, wo auch wieder ein Unique sein könnte. Das ist traurig irgendwie. Ich finde es immer so schade, einen Unique einfach auszulassen. Vor allem an ihm vorbeizulaufen. Ich muss es einfach machen. Ich muss einfach gucken, ob es da ist. Wenn ja, ich lasse es ja trotzdem sozusagen unangegriffen. Ja, es wird da sein. Ich merke es jetzt schon. Es wird da sein. Und ich sehe es zwar gerade nicht, aber es muss da sein irgendwo. Ja, da ist es. Oh Mann, Leute, ey, ohne Spaß, das ist so traurig. Das B1-Unique ist da, das Camp 11-Unique ist da, mit Sicherheit auch das Camp 8 und Camp 15-Unique. Bestimmt sind alle da. Alle sind da. Aber gut, dazu muss ich sagen, zum Beispiel jetzt der EG aus der Gilde, der ist jetzt gerade, keine Ahnung, verbotene Ebene, der ist irgendwo anders, wo man nicht hin darf. Und jetzt alleine, ich könnte die töten, das mache ich ja die ganze Zeit. Ich habe bis jetzt jedes einzelne Young Gun Cave Unique immer alleine gekillt. Und das klappt, aber es dauert halt so lange und das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mit mir hier durchläuft und sowas, würde ich sagen, okay, komm, wir klatschen unterwegs jedes Unique noch schnell und laufen einfach weiter. Dann dauert das auch nicht so lange. Weil das macht schon viel aus, also zu zweit geht sowas doch recht schnell, vor allem weil ich Warlock bin, kann ich die Unix dann noch debuffen und so. Dann macht der Kumpel, mit dem ich das mache, dann auch noch mehr Schaden und so. So. Jetzt sind wir schon im Camp 14. Also dieses Biom kann man in jede Richtung, könnt ihr laufen und könnt es da abbauen. Nur ihr müsst halt den richtigen Stein finden. Man erkennt es einfach, weil dieser Stein einfach mega groß ist und auch voll die komischen die glänzen ja immer. Es gibt ja so Steinpyramiden sozusagen und davon gibt es viele, aber halt, es gibt immer einen in jede Richtung, der richtig groß ist und da fliegen auch so Dinger drumrum und so wie so, als würden da so Seelen drumrum fliegen. Ja, genau, Camp 15 ist auch leer, von daher, das Unique vom Camp 15 wird hier auch irgendwo sein. Aber ich muss das jetzt nicht suchen, es wird irgendwo da drumrum sein gerade. Ach man, Leute, das ist so bitter. Sonst ist immer in Camp 15 irgendeine Party gewesen und jetzt nicht. Und jetzt nicht. So, jetzt sind wir Camp 16, jetzt gibt es endlich keine Unix mehr. Ja, aber wie gesagt, also wir werden jetzt einfach nach oben laufen. Also wir werden hier nach oben laufen, weil hier gibt es dann auch die Tom Snake Servant oder wie die heißen. Ja, wir werden in diese Richtung hier nach oben laufen und das Biung von dieser Himmelsrichtung sozusagen abbauen, weil wir dann einfach wirklich zwei Quests wieder mal auf einmal machen können. Das ist einfach am schlausten. So, wir gucken nochmal. Nach da oben. Und glaubt mir, ihr werdet das sehen. Also ihr werdet gleich diesen komischen Riesenkristall erkennen. Dieses Biyong. Oder Biyang. Ist eigentlich ganz komisch. Der Name ist zusammengesetzt aus dem Wort Bi, also B-I, und Yang. Und Bi bedeutet ja zwei und Yang ist jetzt das englische Wort für jung. Ich weiß nicht, ob es auch noch eine andere Bedeutung hat. Aber deswegen ist es schon witzig, hat vielleicht tatsächlich irgendwas mit Alter zu tun, also vielleicht ist es so ein Kristall, der einen vom Altern abhalten kann oder irgend so ein schwuler Scheiß, keine Ahnung, ey. Aber hört sich an wie so eine Naturkosmetik, so die neue Biyang, jetzt in der Young Gun Cave. Und ja, man könnte so ein Kosmetikstudio Young Gun Cave nennen und dann Biyang verkaufen. Sorry Leute, ich habe gerade nichts zu tun. Hier seht ihr immer diese Säulen, da ist zum Beispiel jetzt eine, sowas, und da sind auch Steine drumrum. Und ich bin mir sogar tatsächlich gerade nicht ganz sicher, ob man es hier abbaut, aber ich glaube nicht. Nee, Quatsch. Wir vertrauen mal unserem Bauchgefühl und sagen einfach mal, dass es das nicht ist. Nee.
Also ich weiß gerade nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch was größer. Ich glaube, das kommt gleich erst. Und ja, dann müssen wir das abbauen. Ich hoffe nur so sehr, dass diese 30 Stück klappen. Also dass ich nicht. Also das. Es muss einfach nur jeder dritte Jahr funktionieren. Das reicht ja schon. Ich hoffe es einfach, weil das ist so ein Abfuck. Das ist ja so ein weiter Weg. Und stellt euch mal vor, ihr müsst zweimal oder dreimal laufen. Ey, ich würde kotzen. Ja, wir sind auch gleich angekommen. Ich hoffe, die haben auch nicht so einen krassen Cooldown oder so, also dass man die relativ schnell benutzen kann. So, hier könnte es sein, dass der Kristall gleich ist. Mal schauen. So, hier rechts gleich. Nee, ich sehe hier auch nichts so riesengroß Fettes irgendwie. Aber nee, ach, keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal, Leute. Ich versuche es jetzt erstmal. Ob es vielleicht klappt. Nee, hier können wir die nicht benutzen. Ich habe auch im Kopf gehabt, dass das ein riesengroßer Stein war irgendwie. Also mal gucken, ey. Ach Gott, ey, jetzt finde ich das nicht mal. Das ist peinlich jetzt. Oder war das doch da unten eben? Sie haben ja hier gleich oben, haben wir noch, wir haben hier gleich ja nochmal, genau da, wo die Tom's Neck Severance sind, da haben wir ja nochmal die Möglichkeit, vielleicht ist es ja da. Nee, Leute, ich sag, es ist gleich da, also das wäre jetzt öde und blöde. So, hier haben wir brauchen jetzt gleich die Tom's Neck Severance Scales, die kriegen wir von den Tom's Neck Severance. Was für ein Zufall. Manchmal, ne? Manchmal, 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 manchmal. So, wir müssten jetzt gleich da sein. Wir sind übelst langsam. Wir können eigentlich jetzt mal unser Fellow-Pet abhängen, schnell, wenn wir es schaffen. Ja, wir laufen hier gerade. Er versucht uns zu buffen. Ne, habe ich ja letztes Mal versucht, schon so gut es geht zu erklären. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Nur das Problem ist, hier sind überall Monster, die ihn dann auch attacken würden. So Leute, ich sehe schon von weitem den Kristall, ihr seht ihn auch. Also guckt euch das an. Es sieht erstens jetzt hier viel geiler aus. Also wirklich, sieht hier schon viel geiler aus. Und guckt euch dieses Ding hier an. Voll mit Kristallen, da fliegen so komische Dinger drumrum. Sieht mega geil aus. Und das ist unser Kristall, unser Bijung. Alter, die Tom's Neck Severance sind ja noch höher, die sind ja Level 95 schon. Alter. So, also lasst mich mal gucken. Ich will nämlich mal. Ich habe die Grafik nämlich die ganze Zeit ja mega schlecht. Alter, guckt euch das mal an. Oh, wir sterben sogar gleich. Sehr schön. So, guckt euch das mal an. Ich müsste viel mehr mit. Oh, Leute, ich muss viel mehr mit guter Grafik spielen, ohne Spaß. Ich guck mal, vielleicht das Wasser kann man ja ein bisschen runterstellen. Vielleicht Wasserdetails einfach auf Mittel. Ja, das reicht auf jeden Fall. Ach, guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Scheiß mal an. Sieht echt gut aus, oder? Also, klar, ne, man muss das Spiel schon mögen, damit man überhaupt auf sowas achtet. Aber ist es doch geil, oder? Ich weiß nicht. Ich find's cool. So, das Geile ist, hier sind auch direkt die Questmonster, diese Severance. Das heißt, wir können hier gleich direkt bleiben und die Quest machen. So, und jetzt benutzen wir hier mal die Spitzhacke. Die lädt ein bisschen, das ist okay, aber der Cooldown ist ganz weg. Also es hat keinen Cooldown, das ist optimal. Und jetzt drückt uns die Daumen. Zerbrochen und wir haben kein Bijung erhalten. Nice, es fängt schon mal gut an. Es fängt schon mal gut an. Also ich tue uns das unten in die Leiste, dann muss ich nur die 6 drücken, das ist ein bisschen chilliger. Spitzhacke ist zerbrochen, wir haben kein Bijung erhalten. Leute, Leute, Leute. Was geht? Bitte, bitte, bitte. Ja, das erste Bijung haben wir genau beim dritten. Also, ne, bis jetzt.
Eins von drei. Muss klappen. Eins von drei. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist zerbrochen und nix. Leute, das ist echt blöd. Also wirklich, das ist echt blöd. Bitte, ey. Ich habe keinen Bock darauf, dass das nicht klappt. Ja, das zweite haben wir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich möchte hier nicht rumfluchen. Aber ich will. Komm schon, komm schon. Also das ist Unspaß sogar wirklich. Es ist total ärgerlich, wenn es nicht klappen sollte. Ne? Das ist ganz klar. Aber es ist auch cool, so ein bisschen mal. Das mag ich, das Game ist nicht so einfallslos, wie man manchmal glaubt, ja. Also es ist ja tatsächlich einfach so, dass man oft nur grinden muss, nichts tun muss. Hier muss man gerade diese Spitzhacken benutzen und man hofft einfach, bitte, ich muss nur 10 Stück haben. Leute, es klappt gerade, wir haben 5 Stück schon. Wir haben 5 Stück schon, die Hälfte. Und wir haben erst 10 Stück benutzt. Mega. Also bis jetzt sieht es jetzt ganz gut aus. Aber eigentlich hätte ich das nicht sagen dürfen. Perfekt, wir haben das 6. Leute, 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 nur noch 4 Stück. Also anscheinend läuft's, also sieht es so aus, dass man mit den 30 Stück hinkommen sollte. Aber ich will jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben. Jetzt hat es nicht geklappt. Es kann ja jederzeit passieren, dass jetzt einfach alle failen. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ja, ist wieder zerbrochen. Es muss ja eigentlich nur einer von drei klappen. Also jetzt hat es zweimal nicht geklappt, jetzt sollte es klappen am besten. Scheiße, 3 Stück haben jetzt nicht geklappt. Die wollen mich doch verarschen, ey. Das war, weil ich so viel das gelobt habe, dass das so gut ist. Jawohl, 7. Uns fehlen nur noch 3 Stück, Leute. Nur noch 3 Stück. Und dann haben wir es. Und das ist halt eigentlich einfach, aber es ist halt aufregend. Das ist schon so ein bisschen so, bitte, komm schon. Jawohl, Leute, wir brauchen nur noch 2 Stück und wir haben noch 14. Wir haben noch 14, also wir benutzen gerade das 15. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Shit. Wir brauchen nur noch 2. Wir haben theoretisch gesehen dann jetzt 7 Stück jeweils, um einen zu kriegen. Jawohl, wir brauchen nur noch einen. Als ob das jetzt nicht klappt. Wir haben jetzt noch 13 Spitzhacken, also benutzen gerade die 13. Wenn, dann müssen wir den letzten kriegen. Das wird kein Ding, also bin ich mir ganz sicher. Ist ja auch, ja, perfekt. Es hat geklappt, Leute. Mega geil. Ich guck mal, ob wir eine Zeitbegrenzung haben. Nee. Das geht nicht auf Zeit, von daher kann man jetzt hier easy peasy auch noch die Snake Sovereign Quest machen. Oh, Leute, das ist geil, das ist richtig, richtig gut. Mal gucken, wie schnell die geht, diese Tom Snake Sovereigns, weil der Spawn ist ganz gut und man muss 60 Stück sammeln, ist auch nicht so viel. Es ist nicht so viel und es ist nicht zu wenig, dass es wahrscheinlich so übelst wenig droppt. Weil wenn nur 10 Stück oder so sein müssten, dann würden wir ganz schlecht droppen mit Sicherheit. Aber jetzt haben wir schon 2, jetzt haben wir 3. Ja, die droppen gut, Leute, die droppen gut. Nur das Problem ist, die sind übelst hoch schon. Klar, einerseits cool, weil wenn die so hoch sind, dann geben die auch gute Prozente natürlich. Andererseits, ohne Bersi weiß ich nicht, ob wir die mit einem Dot One-Hitten können. Weil ich hasse es, sag ich mal, irgendwie die zu attacken und dann nachher zu sehen, fuck, die sind gar nicht gestorben von einem Dot. Müssen eigentlich die Tom Snake Womans auch für irgendeine Quest machen? Keine Ahnung. Die können sich auch hier immer alle buffen, das finde ich mega hart. Können sich immer buffen. Aber scheint nicht so, dass wir die Tom Snake Woman brauchen. Ich glaube, ich will aber jetzt die Sovereign Quest noch nicht zu Ende machen, weil ich will einfach jetzt die Quest hier beenden. Mit euch zusammen sozusagen. Wir hätten eben noch die Genie's Lamp Quest eigentlich ganz gechillt uns holen sollen, merke ich gerade. Das wäre ein bisschen schlauer gewesen, weil dann. Ja, man muss 2 Dots drauf machen. Weil dann, ja, wir gehen jetzt zurück zur Stadt, weil ich will das, den Part jetzt gleich ja auch beenden. Und da will ich aber gerne noch die Genie's Lamp Quest machen, weil ich finde es immer so geil, mit euch die Genie's Lamp Quest zu machen, weil wenn ich dann tatsächlich mal so Glück habe und ich bei der Genie's Lamp Quest irgendwie
wenn ich bei der Genie's Lamp Quest dann irgendwie was richtig Geiles kriege, seid ihr direkt dabei und das ist halt mega cool. So. Ja, ey Leute, mit der Grafik hier in-game ist das jetzt viel schöner, viel geiler. Und das geht klar, also der ist jetzt nicht so, dass er voll am Laggen ist und so. Hätte ich schon viel früher machen sollen, merke ich gerade. Das ist viel, viel, viel besser. Also gefällt mir viel mehr. So. Sind wir in Young Gun? Machen wir die. Das ist so geil, weil diese Material Quest ist dann jetzt fast fertig, weil wir sind jetzt echt gut abgegangen. Vor allem das mit der Spitzhacke hat jetzt super gut geklappt, das freut mich mega. Und ja, dann geht's bald schon zum Finale von dieser Questreihe. So, jetzt geht's hier. Super Material 3. Endlich habe ich Byung. Vielen Dank für deine harte Arbeit. Jo, kein Ding, immer gerne. Und jetzt Tom Snake, rachsüchtiges Herz. Willkommen zurück. Ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Das Geschäft mit Zubehör läuft gut, seit wir das Futter der Tom Snake Byung erhalten. Seit wir das Futter der Tom Snake Byung, also Tom Snakes Essen anscheinend Byung, erhalten haben. Aber ich leide seitdem an Albträumen, in denen Tom Snakes auftauchen. Ich habe schon viele Leute um Rat gebeten, wie diese Albträume zu stoppen sind. Ich ging auch zu Exorzisten Mia Ryong, um meine Probleme zu lösen. Sie sagt, dass es an den Rachegefühlen der Tom Snake liegt. Wir haben das Gift der Tom Snake benutzt, um Byung abzubauen, und anscheinend ist das Rachegefühl der Tom Snake mit ihrem Gift in die Steine eingedrungen. Sie sagt, dass ich Albträume habe, weil ich das Rachegefühl der Tom Snake in so vielen Byung-Steinen nicht überwinden kann. Um die Albträume zu beenden, muss ich Snake General Ki, Snake General Jung, Snake General Yul und Snake General Hef jagen und ihr Blut trinken. Kannst du ihr Blut für mich holen? Und das ist die geile Quest, auf die wir sozusagen hingearbeitet haben. Jetzt hier sieht man auch, danke, die Snake General Ki, Jung, bla bla, von stärker als ihre eigene Macht angezogen werden. Also ist es bekannt, dass sie von Stärke stärkerer als ihre eigene Macht angezogen werden. Ich habe von Mia Yong eine explosive Stone erhalten, Explosive Stone, mit dem man Snake General Key beschwören kann. Wenn diesen Stein benutzt wird, verstärkt es die Energie des Benutzers und strahlt sie aus. Mir wurde gesagt, dass der Snake General Key das Chi spürt und erscheinen wird. Wenn du Snake General Key besiegst, wird Snake General Jung das starke Chi fühlen, das von Keys Tod ausgeht und erscheinen. Wenn du Jung besiegst, also so geht's dann immer weiter. Wenn du sie alle nacheinander besiegst, solltest du das Blut einsammeln können. Snake General Ki wird oft in der mittleren Höhle auf Ebene 3 des Quinchin Grabs gesehen. Benutzt dort den Explosive Stone und hol das Blut für mich. Es ist nur möglich, das in einer Gruppe zu machen, also mit einer EXP Autoshare und Gegenstand Autoshare Party zu machen. Und es kann nur gemacht werden mit Leuten, die auch diese Quest schon bereits selber haben oder sogar beendet haben. Es kann nicht einfach jeder mitkommen, der will. Und jetzt haben wir auch die beiden Items bekommen. Wir haben hier so eine Flasche bekommen. Da werden wir dann das Blut reintun von den vier. Und wir haben ein Item bekommen irgendwo. Diesen Stone hier, also Explosive Stone, den benutzt man halt, damit der spawnt. Das ist dieser Explosive Stone. Der strahlt ja diese Energie aus. So, und das mache ich dann demnächst im nächsten Part mit ein paar Gilden-Member zusammen. Und das ist auf jeden Fall mega geil. Das ist das, worauf ich hingearbeitet habe, weil ich habe ja ein paar Leute in meiner Gilde, die schon was höher sind. Und die haben diese Quest auch gemacht und warten darauf, dass es mehr Leute gibt, weil man muss die besiegen innerhalb einer gewissen Zeit. Man hat da 20, 30 Minuten Zeit. Und wenn man das innerhalb dieser Zeit schafft, dann hat man die Quest bestanden. Aber wenn man halt alleine ist, oder beziehungsweise alleine geht es ja nicht, aber wenn man zu zweit ist, dann schafft man das meistens gar nicht. Man muss da meistens zu dritt oder so sein. Und deswegen ist es jetzt cool, weil jetzt sind wir mehrere Leute. Wir sind mindestens drei Leute, die mir jetzt gerade einfallen, die das jetzt zusammen machen können. Und ja, und dann ist es auch so, der Nächste, der das machen muss, da kann ich dann helfen, weil ich die Quest schon beendet habe. Das ist einfach mega geil.
Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auch bei diesem Part zuzuschauen. Genau, ich bin so ein Holzkopf, ich wollte noch die Genie Slam Quest machen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, diese Quest-Reihe mit mir anzuschauen. Ich werde natürlich demnächst wieder was aufnehmen, aber dieser große Teil ist jetzt fertig. Es wird jetzt, der nächste Part wird sein, wo wir die vier Unix töten werden und dann weitermachen natürlich. Und klar, es wird dann auch demnächst weitere Parts geben, wo wir auch die Baekjung-Quest machen, denke ich. Das ist hier Baekjung. Die Baekjung-Quest machen werden, das ist die Medusa-Quest. Nur die ist ja erst ab B4 und da werden wir noch ein paar Level haben. Ich werde erstmal noch ein paar Quests in B3 machen, die nicht wichtig sind, da brauche ich auch nichts aufnehmen. Ich werde aber auch demnächst einen Rock Mountain-Quest-Reihen-Part machen. Also wo wir ein paar Rock Mountain Quests machen müssen noch. Ich hatte da ja leider schon was aufgenommen, was weg ist und so. Das kann ich leider nicht zurückholen. Das wird irgendwann dann nachgeuploadet und zusammen alles in eine Playlist gesteckt und sowas, damit es dann doch irgendwie noch einen Sinn ergibt. Aber ich werde trotzdem einfach die Quest, die wir hier noch machen können, dann noch hochladen einfach. Und ja. So, wir sind gerade auf dem Weg noch schnell in die Yangan Cave. Ich will unbedingt die Genie Slam Quest noch mit euch machen. Und ja, es zieht sich dadurch zwar jetzt gerade ein bisschen in die Länge, nur ich habe keine Lust, einen Cut zu machen. Ich möchte nicht mehrere Parts haben, weil wenn ich mehrere Parts habe, ist es mit dem Uploaden so blöd. Entweder lade ich die einzelnen Parts hoch und auf YouTube selbst kann ich die dann verbinden. Oder ich benutze mein Render-Programm. Da muss ich dann aber die Parts reintun und da ist eigentlich kein Ding, aber ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. So, wir sind jetzt angekommen, endlich, und so hart, ey, jetzt sind hier diese 81er Monster schon dunkelblau für uns, weil wir einfach in der letzten Zeit so schnell gelevelt haben. Ja, die Yangan Cave sieht echt gut aus, also ist echt schön gemacht. So, das Gute ist, wir sind zwar schon so hoch und die sind relativ low, aber trotzdem, wir kriegen die Genie Slam Quest, Lamp ja von Monster im 81 bis 90er Bereich, also auch von den 81er. Von daher sollte man sich da keine Gedanken machen, jetzt hohe Monster zu finden. So, da haben wir sie auch schon, direkt ab zur Stadt, weil ich will das so schnell wie möglich jetzt hinter uns bringen. Und dann geht's auch endlich zum Ende mit dem Part. Aber schön. Lief echt gut, also wirklich, hatte Angst mit den Spitzhacken, so dass das lange dauern würde, aber es ging echt cool, also wirklich. Und war ohne Spaß, für mich persönlich echt aufregend, immer wieder so das Gefühl so, komm schon, bitte, bitte klapp und nicht failen und so, ist schon cool, also war echt eine gute Sache. So, Genie's Lamp geben wir ab, kriegen jetzt die andere Lampe, die geben wir jetzt dem Genie. Und was gibt er uns dafür, hat sich's gelohnt, das aufzunehmen? Master Stone Degree 13 hat sich nicht gelohnt, aber ist egal, Leute. Haut rein, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und bleibt legit. Ciao, ciao.